So, dann herzlich willkommen. Diesmal findet die Ausgabe wieder relativ spät statt. Nach US-Börsenschluss. Es ist 23:20 Uhr. Schauen wir auf den JFD Desktop, was heute für Setups gelaufen sind oder noch laufen. Fangen wir hier erst mal mit dem DAX kurz an. Zunächst würde hier, wenn ich das jetzt hier auf 30 Minuten vielleicht umschalte, hier heute Vormittag gab es eine Eröffnung bei 9.450 Punkten. DAX machte exakt ein Gap Close, anschließend dominierten wieder die Bullen, schafften es aber nicht. Ja, dann habe ich hier oben noch mal einen Chart. Schafften aber nicht den Gap Close hier bei 9.270 Punkten. Wurde hier verfehlt. Hier ist es genau das neue Tief gab, von neues Tagestief. Nochmal darauf aufmerksam gemacht. Allerdings, wenn man hier dann die Kerze sieht, ja, war das eine Reversal-Kerze und der DAX dürfte dann hier nach oben gehen. Gleichzeitig, wie gesagt, hier auch immer in den Videos erwähnt, man soll eben auf den Nasdaq achten, nachdem es gestern ein Minus-Trade gab von rund 10 Punkten, ja, hat man hier das komplette Kursziel, ja, das war hier auf Stundenschlussbasis, ist man halt bei 400. 4.415 reingekommen, Kursziel dann war bei 44, sind 30 Punkte, da sind die 10 Punkte Verlust gestern ausgebügelt worden. Also wie gesagt, dieses Setup lief hier seit ja, 11 Uhr hier etwa mit. Ein anderes Setup ist natürlich noch aktuell, das ist der Hang Seng Index. Da wurde hier das Kauflimit platziert, ausgeführt und im Text geschrieben, ja, der Stopp liegt hier unten, aber sollte sich jetzt hier eben über der 2000-Punkte-Marke eine Umkehrkerze sich formieren. Diese ist fast schon eine, aber jetzt warten wir mal morgen den Tag ab. Wenn hier am nächsten Tag der Hang Seng etwa bei 20.600 60 Punkten schließen sollte, dann kann man den Stopp hier hoch ziehen. Drittes Setup war hier US-Dollar, kanadischer Dollar. Da kann man kurz hier das Setup aufrufen. Gleichzeitig habe ich auch den Chart noch dabei. Allerdings nicht mit den Marken, weil ich den aus Versehen gelöscht habe. Hier war es im 4-Stunden-Chart, ein Touchieren des Rainbow-Indikators an der Oberkante. Wäre hier ein Einstiegssignal. Und wenn man jetzt hier den 4-Stunden-Chart anruft, war hier eben das Touchieren. Dann ging es rund. Ja, fast 100 Pips nach oben, um dann aber wieder hier nach unten abzufallen. Im Tief wurde genau dann die Marke hier erreicht, die runde Marke. Also jetzt darf man ja am Wochenende, nein, über die Nacht hin mal schauen, wie sich das Währungspaar entwickelt. Eingestoppt ist man. Euro gegen japanischen Yen. Dieses untere Setup habe ich im Video schon gesagt, das wird nicht weiter verfolgt, da eben diese Kerze produziert worden ist. Hier war sehr schön das Währungspaar direkt in den Zielbereich gelaufen. Silber ist nicht unter diese Marke gefallen, deswegen ist auch nicht das graue Setup aktiviert worden. Hier lag eine Kaufzone vor. Muss man mal morgen schauen, was da passiert. Brent und WTI waren auch ein ständiger Begleiter. Jetzt wird definitiv das untere Setup
gelöscht. Also des Verkaufs, die Verkaufsträgermarke hier ist auch nicht ausgelöst worden, wird gelöscht. Es dürfte jetzt hier höchstwahrscheinlich einen Ausbruch nach oben ergeben. Was jetzt hier auch, hier fehlt wieder eine Kerze. Das ist natürlich komisch. Eine Kerze war hier unten etwa. Jetzt hat er hier komplett den Bereich und auch diese Linie erreicht. Also bislang sehr gut analysiert. Passt. Nikkei braucht man nicht anschauen. So, hier morgen wird jetzt spannend. Beziehungsweise auch noch Ende der Woche, also bis Freitag. Hier muss der Kurs Richtung 37 Euro gehen von der ProSieben-Aktie, dann passt das auch soweit. Im Wochenchart ist eben hier zu erkennen, wieder die Zone angelaufen. Hier sollte jetzt ein Wochenschlusskurs auch bei über 9.500 Punkten stattfinden, dass das sich das Chartbild etwas aufhellt. Ich denke, das war's. Wir sind damit durch. Ja, danke fürs Zuhören und morgen gibt es dann wieder vorbörslich Näheres etwas vom DAX. Bis dann.